Grüß dich. Hallo, hallo. Schön, dass du da bist, meine Liebe. Ich lasse gerade noch die Kristallpyramide hier ausschwingen. Ich hoffe, du hörst sie, gell? Aber ich glaube, man hört sie schon. Ja, also, meine Lieben. Jetzt und auch später, die sich noch einschalten, ganz herzlich willkommen zu der heutigen montäglichen Lichtarbeit der Diana Cooper School of White Light. Ich freue mich, dass du da bist und freue mich, dass jeder, der noch sich dazu schaltet, dass du dabei bist und dazu kommst. Heute machen wir eine einfache Arbeit, also unsere Intention ist eigentlich was ganz Einfaches und dennoch was ganz, ganz Mächtiges, weil ich denke mir, wenn alle Menschen sich gewahr sind, dass das Glück in ihnen ist und sich ihres inneren Glücks gewahr sind, dann schaffen wir und denken wir anders, dann fühlen wir anders, dann handeln wir anders, alle zusammen und erschaffen auch eine andere Welt im Vorwärtsgehen. Ja. Und von daher, also heute unsere Arbeit ist die, dass wir unsere Liebe und unsere Aufmerksamkeit zu allen Menschen schicken, also zu jedem Einzelnen hier auf dem Planeten und das heißt natürlich auch zu uns selbst und dass wir uns darauf fokussieren und bitten, dass die geistige Ebene uns unterstützt, dass jeder Mensch sich gewahr ist, dass er das innere Glück in sich hat. Ja, also was ganz Einfaches, was wir immer wieder spüren. Ich denke mir, es ist nichts Neues und dennoch ist es so, so wichtig. Also das ist eigentlich eine Lebensaufgabe und ich freue mich darauf, dass wir das jetzt in uns hervorheben dürfen, uns erinnern, als auch jeden Einzelnen, den wir heute mit unserem Licht und unserer Kraft der Gedanken berühren damit. Ja, dann vom Ablauf her ganz einfach, so wie ihr es kennt oder wie du es kennst. Wir gehen erstmal in eine Anbindung mit Mutter Erde, dann mit dem Herzen Gottes oder mit dem All ein, mit der Liebe, die alles durchdringt. Wir bitten um göttlichen Schutz vom Erzengel Michael. Wir bitten die geistige Ebene, dass sie durch uns durch und mit uns arbeitet, rufen sie an. Und so gehen wir dann auch in Verbindung mit den anderen Lichtarbeiterinnen auf dem Planeten, als auch den anderen Lehrern und Lehrerinnen der Diana Cooper School of White Light. Ja, schön. Dann, wenn du bereit bist, dann schließen wir jetzt die Augen und fangen an. Ich wollte noch sagen, Kerze anmachen, wenn du willst. Die Zeit haben wir. Ja, dann nochmal eine Kerze anzünden. Und dann schließen wir die Augen und gehen mit unserer Aufmerksamkeit nach innen. Moment anzukommen, in diesem Moment, an diesem Tag, nach dem all dem, was wir erlebt haben. Und kommen mit jedem Atemzug mehr in diesem Moment an. Im Hier und Jetzt und würdigen das, was jetzt da ist. Würdigen uns selbst, dass wir uns aufmachen für diese Meditation zusammen, dass wir innehalten in unserem beschäftigten Alltag. Um unser Herz zu öffnen für noch mehr Liebe und noch mehr Liebe auch auszusenden. Und als erstes gehen wir dann mit unserer Verbindung über unsere Füße, gehen wir in Verbindung mit Mutter Erde. Ganz praktisch stellen wir uns vor, dass wir Lichtwurzeln haben, die jetzt durch den Boden hindurch wachsen, in die Erde hinein, durch alle Erdschichten hindurch und sich mit der wunderschönen Mutter Erde verbinden, mitten in der Erde, mit dem Erdkern. Vielleicht siehst du einen schönen Kristall vor dir. Wichtig ist, dass wir spüren, dass wir geliebte Kinder von Mutter Erde sind, dass jeder einzelne von uns
hier willkommen ist und gefragt wurde, möchtest du hier sein, zu diesen Zeiten, hier auf diesem Planeten, hier auf der Erde? Und wir nehmen diese Fürsorge und die Liebe und die Kraft von Mutter Erde in uns auf, durch unsere wunderschönen Lichtwurzeln. Atmen sie hinein in unseren Körper. Und vom Herzen her lassen wir dann ein goldenes Band nach oben hinaufsteigen zu der unendlichen Liebe, die uns durchdringt. Weit, weit über uns und um uns herum verbinden wir uns mit dem großen unendlichen Raum des Herzen Gottes. Wie auch immer du es benennst, dem Quantenraum. Und nehmen diese Liebe in uns auf, verbinden uns mit der Liebe, mit der Stille, mit dem Frieden. Nehmen wahr, dass das alles uns durchdringt, dass es da ist. Wir bitten Erzengel Michael näher zu kommen und jeden einzelnen von uns zu umgeben mit seinem dunkelblauen Umhang des Schutzes. Bitte beschütze uns auf allen Ebenen unseres Seins. Und wir gehen in Verbindung mit der geistigen Ebene. Wir bitten rein unsere Schutzengel, dass sie jetzt noch näher kommen, dass wir sie wahrnehmen dürfen. Vielleicht mit einem Gefühl oder einem Hauch, einer Berührung, einer Farbe, einem Ton, wie auch immer du das wahrnimmst. Und nimm die Liebe deines Schutzengels wahr, der dich bedingungslos liebt und immer bei dir ist. Und wir bitten, unsere geistigen Führer näher zu kommen, uns zu berühren mit ihrer Weisheit und auch die Engel und Erzengel. Und wir nehmen es wahr und spüren, wie es sich anfühlt, wenn wir immer mehr den Raum um uns herum erfüllen mit den Engeln, den Erzengeln, den geistigen Führern. Unseren Fokus darauf setzen. Und wir bitten die geistige Ebene, uns insbesondere heute auch Jesus Sananda, Mutter Maria, die göttliche Mutter, Lady Kuan Yin, Lady Maria Magdalena, die weiblichen göttlichen Energien, dass sie näher kommen und uns unterstützen darin, in unserem Anliegen, dass alle Menschen sich des Glücks in sich gewahr sind. Und in diesem Anliegen verbinden wir uns auch in unsere Lichtarbeit heute Abend mit den anderen Lehrern und Lehrerinnen der Dana Kupas School of White Light im deutschsprachigen Raum und auch mit den anderen Lichtarbeitern auf diesem Planeten. Und so sind wir verbunden auch in diesem Lichtnetz mit den anderen göttlichen Wesen. Und so sind wir gut geerdet, angebunden, beschützt, unterstützt von der geistigen Ebene in unserem Anliegen, verbunden mit den anderen Lichtarbeitern. Und jetzt beginnen wir mit unserer Arbeit, was eigentlich aber nicht das richtige Wort ist, unserem Dienst, sodass wir als erstes in unser eigenes Herz kommen, noch mehr den Fokus in unseren Brustraum legen, in unser eigenes Herz, in unsere Liebe. Unser Herz ein- und ausatmen.
unsere Liebe fühlen, unser Mitgefühl und uns erinnern an viele glückliche Momente, die wir in unserem Leben schon hatten. Und an dieses wunderbare Gefühl, glücklich zu sein. Dieses Gefühl, dass alles da ist in uns. Dass die Liebe uns durchdringt, dass wir eins sind in der Liebe oder mit der Freude. Wie auch immer du das wahrgenommen hast. Und lass dieses starke Gefühl der Liebe, des Glücks, der Freude in dir noch größer werden. Und wir bitten die Engel, uns darin zu unterstützen. Erzengel Raphael kommt näher und mit seinem smaragdgrünen Licht durchdringt er all unsere Energiezentren. Und wir sind es gewahr, dass wir so verbunden sind mit der göttlichen Fülle, dass wir allzeit immer erfüllt sind und die Fülle annehmen dürfen. Die Freude, das Glück und die äußere Fülle. Dass unsere Wünsche erfüllt werden, wenn sie zum höchsten, besten Wohle des Gesamten sind. Im Einklang mit unserer Seelen. Aufgabe, Mission. Und spüren, wie Erzengel Raphael uns dabei unterstützt, jetzt unser Glück noch mehr zu fühlen, damit in Kontakt zu sein. Verbunden sind mit der Liebe in uns, mit dem Mitgefühl, mit Freundlichkeit, mit der Begeisterung für das Leben, mit dem Ja für unser Leben, für das Leben allgemein. Für diese Zeit. Und mit diesen wunderschönen Gefühlen, die lassen wir noch weiter jetzt nach außen strömen und wir bitten die geistige Ebene, die Engel uns darin zu unterstützen, dass diese wunderschönen Gefühle sich weiter ausbreiten. Und wir sehen, wie alle Menschen sich jetzt erinnern, dass sie auch in sich das Glück tragen. Dass wir bitten dürfen, dass die Engel uns unterstützen und dass wir die Liebe in uns tragen, in uns sind, weil wir es einfach sind. In unserer Essenz sind wir Liebe, sind wir Freude, sind wir Glück. Und es ist wie, als ob wir das Feuer des Herzens anzünden in jedem Menschen und dieses Glücksfeuer sich ausbreitet über den ganzen Planeten, über die ganze Erde und alle Menschen davon berührt sind und das Strahlen anfangen und sich des Glücks in sich bewusst sind. Und vielleicht werden sie auf der Seelenebene jetzt berührt. Und sind uns gewiss, dass unser Gebet jetzt von den Engeln über unsere Gedanken, unsere Liebesintention getragen wird zu allen Menschen. Vielleicht siehst du einzelne Personen, Menschen, die dir nahe sind oder Nachbarn, Freunde. Siehst du die Menschenfamilie, wie alle sich gewahr werden und sind, wer sie wirklich sind, inneres Glück, innerer Frieden. Wie ein Erwachen durch alle hindurchgeht und sich alle daran erinnern und daraus jetzt auch handeln. Und so lese ich jetzt auch das Visionsgebet vor von deiner Kupa. Ich habe eine Vision, wo alle Menschen in Frieden leben, zu essen und ein Dach über dem Kopf haben. Jedes Kind geliebt und darin unterrichtet wird, seine Talente und Fähigkeiten zu entwickeln. Wo das Herz wichtiger ist als der Kopf und Weisheit mehr verehrt wird als Reichtum.
In dieser Welt herrscht Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und Fairness. Die Natur wird geehrt, daher fließen die Gewässer rein und klar und die Luft ist frisch und sauber. Pflanzen und Bäume werden gepflegt und alle Tiere werden respektiert und mit Güte behandelt. Fröhlichkeit und Lachen überwiegen und die Menschen gehen mit den Engeln einher. Danke für die Liebe, das Verständnis, die Weisheit, die Tapferkeit und die Demut, unseren Teil dazu beitragen zu können, das Licht zu verbreiten. Möge die ganze Welt aufsteigen, so sei es und so ist es. Amen. Geben wir im Moment unserer Vision, diesem Gebet, unserer Aufmerksamkeit und sehen, wie all das eingetreten ist. Und dann nehmen wir dieses Bild in unser Herz hinein, geben ihm einen Platz. Segnen alle Menschen und kommen dann wieder zurück zu dem Ort, an dem wir jetzt hier die Reise begonnen haben. Spüre nochmal die Unterlage, auf der du sitzt, deine Füße auf dem Boden, deine Verbindung mit dem Herzen Gottes und den dunkelblauen Umhang oder Schutz von Erzengel Michael. Dein Schutzengel, deine Engel, geistigen Führer, die bei dir sind. Und immer mehr auch jetzt wieder, dass du hierher rein atmest, etwas tiefer atmest, die Hände reibst, dich dehnst und streckst und dann die Augen öffnest, wenn du bereit bist. Und dann sehen wir uns wieder hier am Bildschirm. Ich sehe es zwar leider nicht, aber. Ihr seht mich. Ja, das war wunderschön. Ich danke dir, ich danke euch fürs Mitmachen. Und ich denke, dieses Gebet oder das, was wir gerade gemacht haben, wenn du möchtest, darf dich das auch diese Woche weiterhin begleiten, jeden Tag. Es ist wie ein Lichtimpuls dem und Herzensimpuls dem immer wieder hinausgeben, dem wir immer wieder weitergeben in die Welt hinein und jedes Gebet, alles, jeder Gedanke hat eine Wirkung. Und so haben wir eine schöne Wirkung jetzt heute in die Welt hinausgetragen. Alles, alles Liebe, eine gute Zeit. Wir werden von der montäglichen Lichtarbeit jetzt eine Pause einlegen und es geht wahrscheinlich erst wieder im März weiter mit den Montagsmeditationen. Alles, alles Liebe, schöne Zeit. Mach's gut. Tschüss.